herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar von Mods, die heute am 1. Februar im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Heiko und beim alten Nordmann für das Abo. Und bei Helge möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die Kommentare, die er mir hinterlassen hat bezüglich des E-Drive Laner, dem Mod, den ich gestern überhaupt nicht verstehen konnte, um was es ging. Ich bin gerade dabei, dieser Mod kennenzulernen und werde dann in einem der nächsten Videos noch ein bisschen näher darauf eingehen. Ganz herzlichen Dank an alle für die Unterstützung des Kanals. Heute wurden lediglich drei Mods vorgestellt und da fangen wir auch gleich an mit dem ersten. Und zwar ist das dieser John Deere 3765. Das ist ein Feldhäcksler und kommt von PP978. Downloadgröße 6,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen gemacht. Dieser Häcksler wiegt 2 Tonnen, braucht 130 PS, Arbeitsbreite 2,40 m und arbeitet bei 10 km/h. Kostenpunkt in dieser Version hier 28.900 Euro. Es gibt hier keine Möglichkeit der Konfiguration, also weder Nummernschild noch Farbkonfigurationen. Das ist so, wie das vorgestellt und auch verkauft wird. Es ist darauf zu achten, dass dieser Häcksler auch, wenn er im eingeklappten Zustand ist, über die Fahrzeuggrenze hinaus guckt. Also beim Fahren vorsichtig. Man muss hier definitiv in Acht halten, dass dieser rechts rausguckt. Die nächste Mod kommt von Serega 56 und zwar ist das dieser Ballensammelwagen. Zwar handelt es sich dabei hier um eine Selbstkonstruktion, also sehr preisgünstig und arbeitet vor allem mit kleineren Traktoren oder Pickups auf den kleineren Farmen. Der TPS 001 wiegt 872 Kilo und kostet 1.500 Euro. Bei der Konfiguration können wir ein Reserverad hinzufügen und bei den Farben haben wir zwei Farbpaletten, einmal bei der Hauptfarbe und einmal die Felgenfarbe haben wir die Standardpaletten zur Auswahl. Also wenn man sich von hinten an diesen Wagen heran macht, dann sieht man auch gleich, dass dieser auch der Länge nach Spanngurte anbringen kann, ne? Also das einfach noch als kleiner Hinweis am Rande. Der Lizard SX HV30 kommt von Javier ZZS und Vanquist 081. Downloadgröße 9,85 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich hierbei um einen Grubber und für einmal nicht ein Grubber mit der Arbeitsbreite von 3 Metern und drunter, sondern mit einer Arbeitsbreite von 7,85 Meter. Dieser Grubber wiegt 2,8 Tonnen, braucht 190 PS, um bedient zu werden, Arbeitsbreite 7,9 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit bei 15 km/h. In dieser Farbgebung kostet dieser Grubber standardmäßig 32.500 Euro. Auch hier haben wir die Standardfarbpaletten zur Auswahl bei der Hauptfarbe wie auch der Designfarbe. Das war es auch schon wieder. Diese kurze Mod-Vorstellung durfte ich von der Frankenmut-Farm aus machen, die ich heute in einem früheren Video vorgestellt habe. Link bitte oben rechts beachten, damit ihr eine volle Tour über diese Karte bekommt. Noch ein kleiner Hinweis, am Donnerstag 18 Uhr werde ich das nächste Kapitel über die Kalmsten Farm streamen. Bitte nicht vergessen, 18 Uhr am Donnerstag hier auf diesem Kanal. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wünsche einen schönen Start in den Februar. Danke, tschüss und hasta luego.